Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to showcase the finest young golfers from around the globe. From Wolf Creek Golf Club in Mesquite, Nevada, live opening round coverage of the Desert Championship. This promises to be a fun 4 days, a lot of storylines to get to as we check out the early leaderboard. We've got a tie for the lead at 1 under par. Nice way to start off here in Mesquite, Nevada at Wolf Creek with a par 5. It's 579 yards and good views with those elevated tees. Servus zusammen und recht herzlich willkommen hier zu EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und es werden sich jetzt einige freuen, denn wir sind in Nevada, die Desert Championship in Wolf Creek, Mesquite. Und der Hintergrund ist natürlich, dass wir hier auf der Korn Ferry Tour, ja, zweiter Spieltag bzw. zweites Event Tournament. Und wir sind hier am ersten Tag. Erster Abschlag an der 1. So, viele haben sich ja schon darauf gefreut, dass ich hier diesen Platz spiele. Er muss ja wohl sehr, sehr windig sein. Der Wind muss hier wohl eine große Rolle spielen, aber ich darf euch heute ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuschen, aber wir sehen wohl, es ist moderat. 8, 9 Miles per Hour, das geht. Natürlich muss man damit arbeiten, ist ganz klar, aber ich habe hier schon gehört, dass hier teilweise 25 Miles per Hour ist und dann muss das schon eine gewaltige Geschichte sein. So, Freunde, lasst uns gleich loslegen. Wir steigen ein, zweite Runde hier, beziehungsweise zweites Tournament. Erste Runde, so ist es eigentlich richtig. Und wir gucken aber zuvor noch mal kurz aufs Leaderboard, wie denn jetzt hier der Stand ist. So, Alfred Johnson führt mit minus 1, aber wir sind hier relativ früh dran, so wie es aussieht. Wir gehören wohl zu einem der ersten Flights, denn es hat sich noch nicht allzu viel getan. Also, sehr schön, wir sind hier noch nicht, ich sage mal, so sehr unter Druck, um zu wissen, was wir hier jetzt spielen müssen. Lassen wir uns also überraschen und schauen hier mal ein bisschen nach vorne. Man sieht sehr viele blinde Abschläge. Man sieht, es hat es auch schon in den Überflügen gesehen. Ist ein interessanter Platz. Der ist so interessant, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob es den wirklich gibt. Aber ich gehe mal davon aus, weil er gehört, glaube ich, nicht zu den Zweien, die Fantasieplätze sind. Ich muss den Platz wirklich mal googeln und mir ansehen, weil das ist schon spannend hier. So, das erste ist ein Par 5 gleich mit 584 Yards. Aber wir spielen hier direkt über, ja, und ziemlich tief runter ins Tal, über diesen Berg hier, über diese Kuppe. Und so wie ich das sehe, haben wir sogar Rückenwind, also sollte das ja eigentlich kein großes Problem sein. Und wenn wir uns ein bisschen rechts halten, dann wird der Ball definitiv hier links in die Kuhle rollen. Also sollte das jetzt keine Schwierigkeit sein. Ladies and Gentlemen, wir wünschen uns ein schönes Spiel für die erste Runde Wolf Creek bei der Desert Championship. So, der Controller vibriert ein bisschen, aber ich denke, es ist alles im grünen Bereich. Okay, that's a good one to start safely in the fairway to get the tournament underway. Ja, so sehe ich das auch. Das ist schon mal ein guter Start und er freut sich auch. Das ist gut. Bring in Nota Begay, the third note of the old saying, everybody loves a winner, but in golf it's not that simple. Top 10s add up. Top 10s are important because the top 25 at the end of this Korn Ferry Tour season move on, earn their privileges to play on the PGA Tour. So what's your assessment of what you saw in that opening week? Well, that's the wonderful and intriguing thing about the game of golf, and in particular golf on the Korn Ferry Tour, is that in most cases you're judged on the body of work over the course of the year. Can you sustain a certain level of play consistently, accrue points, and keep yourself in that top 25 at the year end? And a top 10 in the first event of the year is a great way to get that going. And Nota, not only first event of the year, but first event as a professional. That was really well done. Oh, that second shot just ran out of fairway, but still, nice little pitch up and a good chance to make four par five. Yeah,
Ich habe mich jetzt nicht eingemischt, weil ja so viel geredet wurde von den Kommentatoren. Und die Idee war natürlich, hier den Ball hier reinrollen zu lassen, eigentlich vorne im Slope, dadurch eben abbremsen zu lassen. Hat nicht ganz geklappt, ist mir ein bisschen zu weit links gewesen, dadurch eben die Kurve. Okay, so, was haben wir hier? Er liegt im Rough 9800, das ist moderat, das ist jetzt nicht so dramatisch, ein bisschen wird's abbremsen, aber wir müssen schauen, er wird nach rechts rüberspringen, wenn wir ihn pitchen und er wird auch ein bisschen den Berg, den Hang runterrollen, aber wir sehen, da ist eine kleine Wölbung hier oben und wenn wir natürlich hier zu früh landen, dann kommt er hier nicht rüber. Okay, jo, okay, wir werden so mal probieren. Ja, das müsste doch passen. Okay, ein bisschen mehr hätte er schon noch rollen können. So, aber vom Putt her. So, wir müssen auch ein bisschen besser aufpassen, wenn da steht 2 Inches hoch, dann heißt das natürlich, dass wir ein bisschen Gas geben müssen. Und da muss ich einfach ein bisschen aufpassen, dass ich nicht immer da falsch gucke und falsch rechne. Und Inches ist natürlich wieder was anderes als Fuß, ne? So, also ein bisschen konzentrierter hier bei der Sache sein. Nichtsdestoweniger sollte das doch ein machbarer Putt sein eigentlich. Hm, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ein bisschen über links. So, okay. Yeah, that's a good putt. It's a birdie here at one. And that is hopefully a harbinger for the week ahead, as he is very quickly to 1 under par. Ready to tee off here at the second hole. Quite a view from up here, Frank. Once again, big elevated tee. It's hard to imagine you have a tee that high up, but that'll shorten that 445 yards. Obviously, it's a dog leg left. You've got to be careful if you hit driver and too straight, because then you can run out. A nice tee shot in the middle there, and then you've got a relatively straight shot into this sort of par four green, obviously going a little bit back up the hill. And once again, a little bit like that opening hole, sort of different tiers on that green. Try and make sure that you're on the right one. Ja, ich muss zugeben, also ich habe hier keine Einspielrunde gespielt oder was, ich spiele den Platz hier zum ersten Mal, aber so in der Erinnerung kommt er mir schon ein bisschen bekannt vor, weil der war mit Sicherheit auch früher mal hier bei Tiger Woods, was weiß ich, PGA 2015 oder irgend sowas oder 2013, irgendwo war der mit Sicherheit auch schon mal dabei. Also das ist schon eine ganz wilde Sache hier, man sieht es jetzt auch ein bisschen, wenn man hier rumschaut, wo die Bahnen hier zwischen den Hügeln hier verlaufen und 128 Fuß nach unten. Natürlich ist der Vorteil, dass der Ball eigentlich runterfallen müsste und dann halt eben auch ja, schnell zum Liegen kommt. Wir werden das Ganze trotzdem hier mit einem Draw, weil auch der Wind ein bisschen in die Kurve reingeht, versuchen reinzuspielen und lassen wir uns einfach mal überraschen, was jetzt hier passiert. Wie weit der Ball hier nach links geht. Ja, wenn wir den da unten in den Hügel reinkriegen, dann rollt er nach rechts weg. Okay, dann schauen wir mal. Oh, that is right, and that could be trouble. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. And that's going to miss the fairway. So after the birdie at one, he'll need to play his second at two from the rough. It shouldn't be too bad where he is. He should have a decent look at the green. Okay, wir haben eigentlich viel Grün zum Anspielen. Ja, nee, die Fahne steckt eigentlich so mittig. Aber wir werden das auf jeden Fall brauchen. Gut, wenn er hier den Hang hochrollt, wird er relativ schnell bremsen. Aber wir haben 91 bis 97. Jetzt schauen wir mal. Okay, da ist noch ein bisschen grün, aber wir brauchen mit Sicherheit das 9er Eisen. Es ist ein Schlag aus dem Rough, aber wir haben auch noch ein bisschen Rückenwind. Okay. Schauen wir mal. Ja, da geht dann ein bisschen zum Stock auf. Hauptsache, er geht nicht in den Bunker. Ja, ich glaube, das passt relativ gut, weil er müsste unter der Welle bleiben. Das ist okay. Well, not super close, but safely on the green. We welcome in Ionis Steven. This, a putt for birdie. There is a sneaky so. Bit of break from left to right on this putt, but don't overdo it. So, 6 inches down. Das sind auf jeden Fall 2 Kästchen.
Und dann das Ganze von links nach rechts. Also wir müssen definitiv einfach schauen, dass wir jetzt immer wieder schön an den Stock kommen und nicht so wie bei der Einspielrunde im LA Country Club, wo man dann teilweise 11 oder 20 Fuß hinter den Stock gerollt sind. Was natürlich daran lag vor allen Dingen, weil ich das völlig falsch gesehen habe. Da ging es dann bergab und ich habe tatsächlich noch den Marker weiter nach hinten gemacht. So, okay. Das sollte eigentlich so dahin kommen und dahinter dem Stock geht es eigentlich bergauf. Also müsste er doch relativ schnell zum Liegen kommen. Kontinuierlich nach rechts, so ein klassisches Break den Hang entlang. Ja, ein bisschen mehr. Weil da vorne wird sogar ein bisschen mehr. Okay. Oh, komm, 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 lauf, lauf, lauf. Ja, Tempo war okay. Nach dem Abschlag ist jetzt ein Pärchen auf jeden Fall auch gut. Sehr schön. So geteilt der Erste mit 1 unter. Well, it's par 3 with a bit of a tabletop green, Rich. Some bunkers right and left of that, but also it's going to play a little bit further. This tee shot is uphill, unlike the opening two holes. So a 3 here, and that certainly won't hurt the scorecard. Yep. Aber ich muss jetzt schon sagen, also gerade der Abschlag, wo wir ja auch Rückenwind hatten, also die Steigung und alles, also das ist natürlich schon, also da muss man schon ein bisschen mitdenken, auf jeden Fall. Und jetzt tue ich mich hier nämlich auch gerade ein bisschen schwer. Ein Par 3, 225 und wir müssen natürlich mit dem Hybrid spielen. Das ist immer so eine ganz, ganz blöde Geschichte, weil das ja kein Ball oder kein Schläger ist, mit dem wir hier wirklich Spin drauf kriegen. Ausreichend, dass der auch wirklich dann bremst. Boah. Wir haben Rückenwind, das wird sich bemerkbar machen und 92 Fuß berghoch. Was haben wir denn davor? Ja, natürlich Mordsgefälle. Da würde man sich dann wünschen, dass man im Bunker liegen bleibt. Keine Ahnung, was hier passiert. Ich meine, wenn der hier runterrollt. Oh, das ist ja spannend. Okay. Aber ich glaube nicht, dass wir mit dem Eisen 4 da hinkommen, oder? Boah. 221. Und wir müssen ja im Prinzip länger schlagen, weil er ja früher runterkommt, also mit dem Boden. Das heißt, wenn wir ja höher schlagen, brauchen wir eigentlich mehr. Ja, aber ein Holz macht ja gar keinen Sinn. Er schlägt mir ja eigentlich das Hybrid vor. Boah. Ich bin echt mal gespannt, was jetzt hier passiert. Also das ist eine echte Herausforderung. Also da habt ihr nicht untertrieben, als ihr gesagt habt hier, dass der Platz mit Sicherheit nicht leicht zu spielen ist. So, ja klar, natürlich, da geht es ja unheimlich hoch. Und den Ball natürlich jetzt hier hoch anspielen, damit er liegen bleibt. Augenblick mal. Ja, ja, die Kurve sieht ja... Nee. Hm... ...244. Disciple, so weit kommt das eigentlich gar nicht. Ja, ja. Boah. Ob der Wind uns tatsächlich da hilft. Aber dann ist er auch viel zu flach. Der kann ja gar nicht da hochkommen im Prinzip. Ein Holz und das hoch anspielen. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum man auf diesem Platz relativ viel Power braucht. Ja, wir werden das so machen müssen. Ich weiß es einfach gar nicht. So, okay. Ein bisschen über links.
Ja, nee, der ist zu kurz, ne? So that one off target, yep. Knocked down a bit by that tree, and that'll make things difficult from there. So, 97 bis 100 und er muss da hoch. Also mit Sicherheit mit einem Pitching Wedge. Ja, der will einen Pitch machen, klar. Aber 97, 100. Und den müssen wir eigentlich richtig hochspielen. Okay, wir gehen hierher. Und den hochspielen. Aber wir wollen definitiv drauf eigentlich. Ja, okay, dann ein bisschen mehr so. Wir stehen unterm Ball. Das ist natürlich auch nicht gut. Dann müsste er eigentlich... Oh, hit the flag stick. Yeah, it is a game of touch. It is evidence right there. Ja, der ist dann tatsächlich im Flug bis zum Stock gekommen. Das habe ich jetzt auch deutlich unterschätzt. So, es geht bergauf. 3. Das heißt, wir müssen mit Sicherheit hier so hin. Okay. Das Ganze über links. So, vorhin ist er uns, glaube ich, runtergelaufen. Da war er rechts vom Stock. Da waren wir ungefähr auf der Hälfte. Jetzt machen wir halt so. Aber es geht ja berghoch. Da müsste er eigentlich länger die Kurve halten. Das Break. Ja, zu langsam und viel zu früh abgebogen. Auch hier wieder die Länge wenigstens ordentlich. So, was haben wir hier? 2 Inches. Okay, auf jeden Fall so viel, damit er auf jeden Fall zum Loch kommt. So, und er biegt auf jeden Fall ab. Wir haben Break. Yeah, that's well done, though it is 4 bogey here at the par 3. And he's gonna fall out of red figures, back down to even par. Back to the tee here at Wolf Creek. A lot of sand along the right side of this fairway leading up to the green, Frank. Yeah, I can't even count how many bunkers they got down that right side. It's easy to see where not to go. So obviously you want to get that ball up on that left side. And then really, it's just a short pitch across. Yeah, this hole's only 383 yards. And it won't even really play its distance. But of course, you've got to be careful. It's not long, but fairway first once again here. You can see all the problems around there if you do miss this fairway. So, okay, das ist so ein bisschen vom Gefühl her wie die 6 jetzt in L.A. Und da habt ihr ja auch schon die ersten Kommentare dazu geschrieben. Also wenn ich das hier aufnehme, ist Freitag. Das heißt, ich habe auch schon den ersten Spieltag bei den US Open gesehen. Und natürlich auch ein bisschen natürlich das Ergebnis von Martin Keimer, worauf auch in den Kommentaren schon Bezug genommen wurde. Und richtig ist, also da wird sich mit Sicherheit was tun. Minus 8 kann den Organisatoren der USGA nicht gefallen. Das ist untypisch für ein US Open. Ich gehe davon aus, da wird noch einiges gemacht, damit die Grüns richtig schnell werden aufs Wochenende hin. Kommen wir aber später noch dazu. Ich wollte nur sagen, das ist hier so ein bisschen so ähnlich, so drivable. Wenn man genügend Power hat, kann man hier natürlich versuchen, das Grün anzugreifen. Aber bei dem Höhenunterschied, was haben wir? 8 Fuß, das geht eigentlich. Wir werden versuchen, den Ball hier ein bisschen auf der linken Seite zu platzieren, damit es ja vom Bunker weg ist. Und dann schauen wir mal, ob der Ball auch ein bisschen hier rollt, der Drive. Okay. Ja, geht ein bisschen nach links. Ja, kommt aber nicht ganz hoch. Und kommt sogar wieder zurück. Ja, das ist ja spannend. Ja, da oben ist das Plateau, da hätte man hin müssen. Jetzt kommt er wieder ein bisschen zurück, aber das ist nicht so wild. Dadurch verlieren wir nicht Länge zum Grün, 102 Yards bis zum Loch noch. Aber natürlich ist das Grün auch sehr, sehr interessant und spannend. He's got 116 yards to the front. 102 gets to the hole. Hole cut right in the middle. 18 hoch. Ja.
Und ich will eigentlich hier rechts irgendwo landen. Reicht das, um auf dem Grün aufzukommen? Und 16, 103. Ja, okay. Wir versuchen es mal hier mit 110. Weil der müsste auf jeden Fall runterfallen. So, und so hat er wenig Spin. Ja, das könnte zu wenig sein. Das ist Sandwich zu wenig. Ja. And it's drifting just right. Ja, ich merke schon, die Lenkkontrolle ist hier extrem schwierig durch die Höhenunterschiede. Das macht diesen Platz auf jeden Fall sehr, sehr. So, okay. Last. Dann muss er auf jeden Fall ein bisschen rollen. Okay, wenn wir den Pick machen, dann kurz hier davor. Aber er muss halt auch hochfliegen. Ja, jetzt schauen wir mal, weil wir hatten ja hier diese Funktion, dass ich ja eigentlich, ja, aber das wirkt sich hier nicht aus, oder? Nein. Okay, wenn wir jetzt hier links gehen, dass die Bunkerkante zu hoch ist, wird dann die, ja, okay, hier vielleicht, wird dann das Blaue, diese Fluglinie, wird die dann orange und heißt dann, dass es nicht klappt. Ja, schauen wir mal. Nee, nicht bei diesen Schlägen. Okay, Pick ist etwas höher. Okay. So, also wie gesagt, das mit der Kamera ist, finde ich, noch nicht ganz so ideal. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob das so funktioniert. Pick, ja, wieder aufgepasst, dass es auch richtig hier eingestellt ist. Ja, er rollt noch ein bisschen hin zum Stock, sehr gut. That is a good-looking pass out of the bunker right there. Got that to stop in a good place, leaving just a few feet for par. So, es geht ein bisschen nach oben und wir haben ein bisschen Break von rechts. Ja, am Anfang ein bisschen mehr. Das heißt, er müsste gleich nach links abdriften. Ah, nee! Da ist er dann doch deutlich mehr abgedriftet. Schade, zweites Bogey in Folge. So, dann schauen wir mal, wo wir jetzt liegen. Down to the par 5, fifth hole. Cut it over the ridge here, Frank. Well, if you can, if you dare. And there is actually a stream here. I know we're in the middle of a desert, but if you can clear that stream, that's the main thing. This is a crazy looking tee shot because it looks like you want to go down that left, down that canyon area. But if you don't know the exact distance you fly the ball, then you're going to see you're going to be in lots and lots of problems. Those collection of three bunkers down the right side, as long as you can avoid that, then that second shot to this par 5, that's not overly long, it's just under 500 yards, is certainly reachable. Second shot will play uphill to a elevated green with, once again, three different levels. So, jetzt müssen wir diesmal besser aufpassen, weil, wie gesagt, gerade eben haben wir ja, da weiß Gott wohin geschlagen, hier nach hinten. Und da müssen wir definitiv mehr hier und höher anspielen, denke ich. Jetzt habe ich zuerst gedacht, dass hier rechts, wo spielt denn der hin, dachte ich. Weil hier rechts die Spielbahn ist, dachte ich, da geht's hin. Aber wir müssen ja hier rein. Okay, aber wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen mit dem Wasser. Aber die Richtung war eigentlich vorhin okay. Aber wir brauchen mehr Kurve. Wir werden aber das Ding trotzdem etwas höher anspielen. So, und dann probieren wir es nochmal. Ja, doch ein bisschen links. Dann schauen wir mal, was passiert. Dass er hoffentlich diesmal ein bisschen besser hier das Fairway hochläuft. Wobei hoch viel hochlaufen kann der ja gar nicht bei diesem hoch angespielten Ball. Yeah, no fault there. Good balance, good follow through and a good start to this hole. Ja, das brauchen wir auch ein bisschen. So, ein paar 5 wieder. Less than 200 yards, this a second to the par 5. Ein paar 5 und wir können das mit dem Eisen 6 erreichen, aber es geht auch wieder 168 Fuß nach oben.
Und wir haben wieder Rückenwind. Das heißt eigentlich, jetzt muss ich nochmal schauen, wie es hier davor aussieht. Okay, da, das Grün geht generell auch nach oben. Eisen 6. Normalerweise hätte ich gesagt Eisen 7. Aber weil es ja so unheimlich berghoch geht und wir das Ganze natürlich dann noch ein bisschen reindrohen werden. Okay, und noch ein kleines bisschen höher anspielen. So würde ich mir das eigentlich vorstellen. Gehen auf jeden Fall auch nochmal nach hinten. Dann schauen wir mal. Die Kurve ist erstmal nicht verkehrt, aber er kommt nicht rein. Das war wieder zu kurz. Ja, uns fehlen auch heute wieder mal ein bisschen so der eine oder andere Meter. Second shot got all the way down by the green, but in the bunker. So we'll have to see what the explosion shot can do from here. Really need a birdie right now. Okay, Explosion Shot. Eigentlich müssen wir den irgendwo hier links reinspielen, weil der dann nach rechts kickt. So sehe ich das. Okay. Ja, der wird dann nach rechts rüberrollen, je nachdem, wo er aufkommt. So, ja, bleibt halt sofort liegen und jetzt rollt er auch noch den Hang runter. Ja, da ist die böse, böse Welle. Da hätte ich auch wirklich gucken müssen, dass er drüber kommt. Tough to control the golf ball out of the bunker. This is on the green, but with a lot of work left to be done. Also da kann er sich ja jetzt nur gefreut haben, dass er nicht im Bunker hängen geblieben ist, sondern dass er es aufs Grün geschafft hat. Und auch das habt ihr ja in die Kommentare schon geschrieben, dass also da das ein oder andere Mal ein bisschen die Animationen nicht so richtig den Gemütszustand eigentlich des Spielers am Controller wiedergibt. Also ich bin jetzt nicht ganz so amused gewesen über diesen Schlag. Und auch da stand in den Updates ja auch drin, da wird dran gearbeitet, weil ja doch das ein oder andere Mal irgendwie die Animation eigentlich nicht zum Verlauf des Spiels eigentlich gepasst hat. Also er müsste ja schon deutlich enttäuscht sein, weil ja der Ball nicht oben auf dem Plateau zum Liegen kam. Und wenn ich das richtig sehe, oh, 5 Fuß. 5 Fuß. Das müssten dann theoretisch 15 Kästchen sein. Da bin ich jetzt mal ganz wild. Weil wir müssen wirklich da hochkommen. Wir müssen da wirklich hochkommen. Zuerst wieder nach rechts breaken und dann wieder nach links. Also oben ist dann sowieso eher nach rechts. Nach links. Ne? Ja, jetzt sieht man es natürlich nicht so gut. Ja, okay. Also wir werden erstmal ein bisschen nach links und dann wird er das ganze Ding wieder nach rechts rüber gehen, vor allem wenn er langsam wird in der Welle. Aber ich will da unbedingt hochkommen. Gut, dann machen wir hier noch ein bisschen mehr. Kommt er hoch? Oh. Höchststrafe, der rollt uns direkt wieder vor die Füße. Sogar durch die Füße. Und er guckt auch noch hinterher. Und jetzt, wo ist er, der Ball? Oh boy, that's not even gonna get in the right area code of this hole. Way, way short. Da müsste man sich fast überlegen, ob man den nicht chippt, beziehungsweise pitcht. Nee. Ich fasse es nicht. Okay, nochmal das Ganze. Es war ja eigentlich auch nicht viel. So, also nochmal 3, 6, 9, okay, 15. So, und jetzt gehen wir hier aber ganz rüber. Das hat ja echt keinen Wert sonst, weil wir müssen da unbedingt hoch und jetzt haben wir noch weniger oder noch einen längeren Putt. Am Anfang gerade, dann zieht er ein bisschen nach rechts und den Rest dann aber hauptsächlich, ja, klar. Okay, dann versuchen wir so nochmal. Das ist mein Waterloo. Das ist mein Waterloo. Das gibt's doch nicht. Ich sehe uns jetzt schon am Cut scheitern. Und zwar an dieser Bahn. Wo sind wir? An der 6. Bahn. Da am 5. Loch.
Okay, Freunde, wir machen jetzt ganz was anderes. Das macht man normalerweise nicht. Ne? Also nur damit ihr es wisst, eigentlich macht man das nicht auf dem Grün pitchen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man kommt da nicht hoch. So. Und irgendwie müssen wir da hochkommen. Der Greenkeeper möge es mir verzeihen. Aber das ist jetzt so ein bisschen eigentliche US Open Frust. Ja, klar, ne? Nee. Darf ja nicht wahr sein. Darf nicht wahr sein. Ich fasse es nicht. Da hätten wir jetzt beinahe auf dem grünen Ball eingepitcht. Leute, Leute, Leute. Okay, so problems at the par 5. As that's in for a 7. And he'll slide back now to 3 over par. Also das wird der Platz der Kuriositäten. If you hit driver off the tee, be mindful of the creek that traverses the fairway and the approach plays longer than the yardage as it climbs uphill to a really difficult green. Ja, danke. Difficult green, das sieht man eben auch. Also es sind wirklich auch die Grüns sind relativ sind stark onduliert teilweise. Also sehr, sehr spannend. Okay, was haben wir hier? 409 Yards. Ja, also hier werden wir richtig Lehrgeld bezahlen, habe ich so den Eindruck. Und das Problem ist hier, der Ball fliegt hier herunter und eigentlich müssten wir hier über den Creek rüberkommen. Was haben wir denn dann? 280 Yards, das gefällt mir gar nicht. Da bekomme ich ein bisschen Angst. Da bekomme ich ein bisschen Angst. 244 und auf der anderen Seite geht es dann wieder hoch. Ein Holz 3 und wir werden das richtig hoch anspielen. So, wie sieht es mit dem Wind aus? Okay. Okay, das heißt ein bisschen faden, ein bisschen hoch anspielen. So, nimmt er das jetzt richtig an? Ach du Schande, wo fliegt denn der hin? Ha! Ja, das nimmt uns halt wieder ganz schön ein bisschen... Ja. All sitting okay here for his second here at the sixth. So, okay, 28 und wir haben hier ganz schön, nee, mit dem 50er kommen wir da gar nicht hin. Ich vermute auch, dass wir mit dem Wedge hier gerade so vielleicht hinkommen. Wir machen, okay, so, genau, also diesmal will ich es wissen, wenn wir hier in den Hang kommen, ja, über links, also wir haben definitiv 30 Fuß. Und wir haben, ja, also ich will ja definitiv nicht vorne dran liegen bleiben. So, wo ist denn die Fahne jetzt? Da. Okay, so viel macht der Wind aus. Okay. Okay, okay, okay. Ja, der kommt gerade so aufs Grün, ne? Okay. And that ball looked very good in the air. Just doesn't quite finish up that near to the flag, but still on the green. So, einen Fuß bergab und es geht die ganze Zeit bergab. To be aware of the slope coming downhill, but not a ton of break in this. Yep, da kriege ich schon wieder ein bisschen Angst. Also auf jeden Fall hierher. Und der wird nicht zum Liegen kommen, wenn der da runterrollt. Das habt ihr auch mit Sicherheit gesehen, wenn ihr die US Open verfolgt habt am ersten Spieltag, wie da teilweise, auch bei Martin Keimer an der 18, wie er nur den Ball leicht angetippt hat, liegt so 3-4 Meter vom Loch weg, tippt den Ball an und dann sieht man eben, wenn er nur angetippt wird, wie er dann auch ein bisschen eben auf dem Grün schwänzelt. Das ist eben der Unterschied. Deswegen versucht man eigentlich auch in der Regel immer möglichst ein bisschen bergauf zu putten, weil man mit ein bisschen mehr Gas putten kann. Dann hält natürlich der Ball auch eher die Linie und kann kleine Unebenheiten praktisch überrollen. Aber diese so runtergetippelte oder auch ganz schlimm diese 90 Grad Dinger, wo man dann wirklich 30, 40 Grad eigentlich vom Loch wegputtet. Und dann so langsam, wo er dann eben zum Loch hin runterrollt. Ganz, ganz schwierig alles zu berechnen. So, wir müssen uns echt Gedanken machen, wie weit wird der rollen? Also wir machen lieber so, lieber ein bisschen zu kurz. Er geht eigentlich auch nur ein bisschen nach rechts. Ja, der kriegt gleich am Anfang, kriegt er hier richtig Speed, habe ich so den Eindruck.
So, und jetzt kriegt er noch mal ein bisschen Fahrt und dann rollt er gerade durch. 4 Fuß und wir haben echt wie kurz geputtet. And this will be a 5-foot putt here. 2 inches. Ja, okay. Jetzt haben wir eigentlich wenig, aber trotzdem ein bisschen über rechts. Nicely read there. It is a par here at the sixth. Ja, da freuen wir uns, dass wir mal wieder ein Pärchen spielen. Maybe the best risk-reward hole here at Wolf Creek is right here at the par 4 7. It is, without question, drivable at 302 yards. However, getting that tee shot to stay on the green can often be a different story. We see plenty of shots go over the back, leaving an incredibly difficult pitch shot off the desert floor. Also wenn ich so einen Platz sehe, dann denke ich mir immer, wer kam da auf die Idee, einen Golfplatz hinzubauen? Ich meine, wer hatte vor seinem, ja, vor seinem Auge, vor seinem Fantasieauge sozusagen, wer hatte diese Idee und hat diesen Platz wirklich gesehen, bevor er ihn gebaut hat? Also das ist schon stark hier. So, und auch hier müssen wir wieder extrem aufpassen, weil ist klar, ne? Den wollen wir eigentlich nicht. Der wird hier runterrollen. Eigentlich sollte man den sowieso so spielen, dass er dann hier geschmeidig runterrollt. Theoretisch müsste er dann da unten liegen bleiben. Das wäre eigentlich die Idee, dass er hier gerade den Hang runterrollt. Wobei man aber auch sagen muss, das ist eigentlich auch nicht von Vorteil, wenn er hier runterrollt, weil man dann von der Ebene viel zu tief ist. Und wenn wir hier oben sind, denke ich, dann liegen wir auf derselben Höhe wie eben das Grün. Und das würde die Sache eigentlich etwas vereinfachen. Wir sehen aber trotzdem, dass es hier ganz schön runter geht. 173 Fuß wären es dann noch bis zum Grün. Ja, das muss man sich jetzt gut überlegen. Also wie gesagt, da hat der gute Marvin Tyler auch recht, dass man so einen Platz wirklich definitiv vor einer Einspielrunde spielen muss. Bei den Höhenunterschieden, da muss man sich eigentlich auch Notizen machen und sich wirklich gut überlegen, wo man die Bälle hinspielt. Jetzt ist es halt die erste Runde als Einspielrunde. Okay, der Wind kommt deutlich von rechts. Okay, wir spielen den mal dahin. Und wir werden ihn etwas höher anspielen, damit er hoffentlich schnell liegen bleibt. Ja, was macht er? Bleibt er da oben liegen? Ist mir erstmal recht, 125 Yards, Eisen 9. Sogar ein 50er Wedge. Is second from the fairway. It's 125 Yards left to the hole, pin smack bang in the middle. Approach 50er, da wird es nicht viel Spin geben. Mhm. Wir haben gerade ein bisschen höher das Grün. Also ich werde versuchen, den mal dahin zu spielen, in der Hoffnung, dass er da auch landet. Ja, wir müssen da ein bisschen mehr, der Wind wird ihn noch ein bisschen mehr drehen. So, reicht der? Der reicht wieder nicht, ist wieder zu kurz und rollt natürlich jetzt hier runter. Also wir nehmen echt alles mit. Und das heißt, das müsste out of bounds sein, vermute ich mal. Ja, toll hier. Was ist das jetzt? Murmelmikado oder was? Ja, den werde ich droppen müssen. Also, genau, Point of Entry. Nee, das macht keinen Sinn. Genau, wieder spielen von wo. Ist übrigens auch so ein Thema hier, dieses berühmte unspielbare Lage. Natürlich habe ich dann 3 Möglichkeiten im Prinzip. Da, wo er natürlich reingerollt ist, darf ich 2 Schlägerlängen, aber nicht näher zum Loch. Oder eben natürlich immer von dort, wo ich vorher geschlagen habe, um es dann hoffentlich danach etwas cleverer zu machen. Oder auf der Linie darf ich dann zurückgehen. Aber das bringt ja gar nichts auf der Linie. Wir machen den Previous Shot. Und jetzt schauen wir noch mal. The approach shot to the 7th, and Frank, this one will get the player's attention. It will. It'll be just a short iron in here, but a lot's going to depend on whether your lie is uphill, downhill, or if you manage to get it in the flat, then the shot becomes much easier. As you can see, the green's not very deep. So, once again, be so precise with your yardage, because if you do, you'll be well rewarded here at 7. Ja, das Thema wird schlicht und einfach gewesen sein, dass ich den Wind unterschätzt habe.
So, ich hoffe, dass das jetzt mit dem Pitching etwas besser geht. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall etwas besser. Und er bleibt nicht liegen, er rollt wieder weg vom Stock. Hätten wir doch weiter rechts anspielen müssen. Ein vermeintlich guter Schlag zum Stock und dann rollt er nochmal richtig weg. Good chunk of real estate here, 22 feet away. Ich kann euch immer mehr verstehen, warum ihr euch so darauf gefreut habt, dass ich diesen Platz spiele. Okay, das muss auf jeden Fall in der zweiten Runde deutlich besser werden und da müssen wir besser auf unseren Caddy hören. Ich merke das schon, das hilft gar nichts. So, lasst mich nochmal schauen. Ein Fuß wieder berghoch. Ein Fuß berghoch. So, da werden wir auf jeden Fall hierher gehen, sonst verhungert er wieder unterwegs. Das Ganze über links. Das Ganze über links. Wenn er langsam wird, dann bricht er rüber. Okay. Okay. So, meistens sind wir immer unten durch. Ja, diesmal haben wir wieder eine ordentliche Länge, aber er ist nicht mal hingekommen. Okay. Auch das nächste Doppelbogey. Also wir verabschieden uns hier relativ bald, glaube ich, aus diesem Turnier, aus diesem Event. So. Okay, so that one finished off with double bogey. And he'll fall back now to 5 over par. Yo. So, 18er, trotz allem mit plus 5, 18er. Wir schauen gleich mal aufs Leaderboard. Straight up the hill. This 8th is the opposite. It's listed at 248 yards on the scorecard, but it plays significantly shorter than that thanks to a drop of better than 80 feet from tee to green. Keep that in mind when selecting your club. Ja, an den Platz kann ich mich eigentlich, Platz, an diese Bahn kann ich mich erinnern. So, jetzt haben wir natürlich den Mods Gegenwind. Wir schauen aber erstmal mal kurz hier auf die Scorekarte, darf man überhaupt nicht schauen. Da sollte man am besten gleich ein Tuch des Schweigens. So, okay, 5, 8, minus 2, an der 6, minus 1. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Jungs sich hier mit Ruhm bekleckern, aber ist auch ganz, ganz klar, das ist wirklich... Uiuiuiui, wir sind 18er. So, dann schauen wir mal. Okay, ja, das liegt natürlich daran, weil die anderen noch gar nicht unterwegs sind. Haha, also insofern sind wir Letzter im Feld. Natürlich mit plus 5 sind wir Letzter. Okay, plus 1, plus 2. Die anderen halten ihren Scorewesen einigermaßen zusammen. Hier, die sind bereits an der 9. Sind vor uns gestartet. Okay, dann ist es klar. Wenn die Runde durch ist, dann sind wir mit dem Ergebnis ganz, ganz hinten. Gestartet sind, lass mich kurz gucken, 144 und 500 Punkte gibt es für dieses Turnier. Und wir müssen unbedingt schauen, dass wir den Cut auf jeden Fall schaffen, damit wir noch ein paar Pünktchen mitnehmen für das Korn Ferry Tour Ranking, wo wir im Moment ja an Platz 5 sind mit 111. Und jetzt tue ich mich wieder ein bisschen... Ach, das ist ein Par 3. Naja, okay, klar, Par 3. Wir haben Gegenwind. Der Wind kommt von da. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wo wäre Platz. Ja, ist natürlich auch ganz gefährlich hier. Wir haben hier den Bach, das Wasser. Dann haben wir hier natürlich den Teerweg. Wenn wir den treffen, dann springt der Ball weiß Gott wohin. Uiuiuiuiuiui. Es geht wahnsinnig runter, er fällt runter. Die Frage ist, reicht das? Nee, er wird ja dadurch auch länger. Er wird dadurch auch länger, wenn er da hinten reinfällt. Okay, also wenn ich mich da vorhin dran erinnere, was wir da gedrived haben, wo die Bälle dahin geflogen sind, dann werden wir das einfach so mal probieren. Anfang grün und das Ganze aber ein bisschen höher anspielen. Okay. Und wenn er runterfällt, bleibt er doch einfach liegen. Sehr schön. Wesens, das hat mal ein bisschen funktioniert.
Yeah, that one came in a little hot. It's safely on, but it'll be a long look coming up. Yeah. Well, Ionis had a good look. Now this for birdie. Well, they often say it's the toughest putt in golf. There's not a lot to it. I think you can take dead aim. So, ein bisschen besteht die Gefahr, dass wir hier doch noch ein Pärchen spielen könnten. Oh ja, zuerst geht's wieder nach links und dann drückt es dann doch leicht nach rechts. Okay. Am Anfang, ja, das Problem ist, dass wir nicht viel Gas geben. Der wird sofort nach links gehen, gehe ich von aus. Tja, und ich tue mich jetzt wieder schwer mit diesen 11 Inches. Weil da hinten geht es ja nicht hoch, der rollt dann gerade durch. Okay, schafft er das? Schafft er das? Schafft er das? Nein. Will that stop? Yes, that was not easy down the slope, but that's pretty well done. Ja, der Putt von der Länge her war ideal eigentlich. Er hatte die Chance und insofern können wir uns nicht beklagen. Also da ja diese Bahn haben wir eigentlich ordentlich gespielt, wenn es uns jetzt noch gelingt, den hier auch noch im Loch unterzubringen. Sehr gut. Okay, that in for par here at the eighth. And he's gonna stay at plus five. So, wir kommen auf die letzte Bahn für die Front 9. This is a good one to close out the front side. 390 yards, a par 4. Yeah, you can hit the big one and just air it out. Set to round out the front side here at Wolf Creek with a par 4. Fun hole for the big hitter, too. They can really take advantage of this. The last fairway bunker down there on the right side is just over 300 yards to get over it. And longer hitters could nearly drive it in the greenside bunker on the right. So just tee it up there. You're playing desert golf for a reason. Enjoy it. Just have a little flick in here and chance too to have a little birdie at the end of your front nine. Ja, das Spannende ist ja, dass hier eigentlich vor dem Wasser überhaupt gar keine Landefläche ist, ne? Also man muss ja im Prinzip, wenn man Fairway erreichen will, muss man hier reinspielen. Aber das sollte auch einigermaßen klappen, weil es ja doch ganz schön bergab geht, auch mit dem Gegenwind. Aber wenn ich jetzt natürlich dran denke, dass man hier dann 20 oder wie viel Gegenwind hat, dann weiß ich nicht, ob man das wirklich schaffen kann. Also wir werden es probieren. 397 Yards, ein paar 4. Und vielleicht gelingt es uns irgendwie noch einen Schlag wieder zurückzuholen, weil mittlerweile sind noch mehr Flights unterwegs. Und obwohl wir das Pärchen gespielt haben, sind wir jetzt an 20. Stelle mit plus 5. Also ich bin überhaupt gespannt, ob irgendjemand nach uns liegt. Aber deswegen spielen wir die Plätze, um auch mal ein bisschen herausfordernde Plätze zu spielen, gar keine Frage. Was mir hier ein bisschen fehlt, ist logischerweise etwas die Power. Und deswegen waren wir auch sehr häufig einfach mit den Schlägen eher zu kurz als zu lang, bis eben auf den einen Drive. Aber wenn man hier noch im Rough liegt, dann kann man das noch hier einigermaßen, ja, bewerkstelligen. Ich überlege jetzt gerade, wenn wir natürlich hier ein bisschen einen Draw spielen, dann müsste er vom Shape her, ja, ich überlege jetzt gerade, können wir hier das mal ausprobieren? Ne, da geht ja alles nach oben. Wenn wir den also mit dem Driver, weil hier müsste man doch eigentlich jetzt sehen, wenn ich hier jetzt Richtung Berg gehe, dann müsste das orange werden und das heißt eben, da komme ich nicht drüber. So, und wenn ich jetzt hier rüber gehe und nehme natürlich ein anderes Eisen, dann wird es jetzt wieder blau, weil dann komme ich hier drüber. Das ist eben diese neue Funktion, dass man eben sieht, ob man irgendwo drüber kommt von der Spiellinie oder nicht. Okay, wir wollen aber definitiv hier drüber und das sollte auch nicht das Problem sein. Wir müssen aber schauen, dass wir den vielleicht, wie gesagt, hier ein bisschen reindrohen, weil der Draw bringt uns etwas Länge und ich überlege gerade, ob wir den etwas flacher spielen. Nee, dann ist er sogar kürzer, ne? Okay, dann bin ich mal gespannt, ob der uns reicht. Jetzt habe ich also hier echt ein bisschen Schmackes reingelegt. Ja, doch, erreicht auf jeden Fall. Gut, sehr schön. No issues here, that is into the fairway. Ja, also normalerweise muss man sich jetzt auch wirklich ein bisschen Notizen machen. Welchen Schläger hat man wo genommen, bei welchem Wind, bei welcher Entfernung? So, und wo hat man eben hier auch angehalten? Wir haben jetzt das Problem, dass er natürlich sowohl Gegenwind haben, als auch hoch geht.
Und deswegen wird da das 54er meines Wissens nicht reichen. Wir nehmen auf jeden Fall das 50er, um auf jeden Fall aufs Grün zu kommen. Und natürlich wäre es halt gut, wenn wir auch hier das Plateau erreichen, ne? Dieses obere Plateau, sonst haben wir hier wieder so eine Welle zum Hochspielen. Und eigentlich müsste man definitiv hinter den Stock spielen, weil wenn er dann runterrollt, bleibt er oben liegen. Deswegen machen wir das auch so. Und dann schauen wir uns das an, wie das funktioniert. Also es ist höher, er müsste dann definitiv kürzer sein und es ist auch noch Gegenwind. Und ich will's. Und da haben wir eigentlich eine Mordswelle. Der Ball müsste sowieso runterrollen. Okay. Okay. Ja, natürlich. Jetzt bin da und rollt runter. Klar. Es war so gut im Flug. That's a head scratcher. That approach shot from relatively close in. I would have been looking at 10 to 15 feet. Gonna have to give this a pretty good thump. This is well back there and into the hill. Drei. Hat vorhin nicht gereicht. So, jetzt machen wir definitiv noch zwei mehr. Okay. Ich überlege gerade, ob ich gleich wieder pitchen soll. Das Ganze ist eigentlich alles leicht nach rechts. Aber nicht viel. So, ich will auf jeden Fall da hochkommen endlich. Okay, er kommt hoch und schafft es nicht bis zum Loch. Also wir müssen noch mehr Gas geben. Gut. Aber es sollte doch jetzt zum Pärchen reichen. Natürlich geht's hoch, aber hier zeigt er mir Level an. Aber es geht hoch. So, haben wir ein bisschen Break. Am Anfang geht's ein bisschen nach links. Okay, good putt there for good. His par here at the ninth. And that's going to be a 41 on the front side, 5 over par. There's a lot happening on this par 4 tenth at 472 yards, though it is one of the few flat tee shots here at Wolf Creek. You can see there are bunkers and a lake on the left and then the brush on the right. So you want to get this ball in play. That's important. So, Freunde, das waren also die Front 9 Desert Championship in Nevada. Wir spielen den Wolf Creek Golf Club in Mesquite oder so ähnlich. Und wir sind sozusagen in der zweiten Woche in der Korn Ferry Tour. Das ist unser zweites Tournament. Und ihr seht es, ja, also mit Ruhm haben wir uns echt nicht bekleckert. Ich habe das deutlich unterschätzt. Also hier muss man wirklich, wirklich, wirklich gut aufpassen und gut spielen und das Ganze gut einschätzen. Und wenn ihr ja recht habt, dann war das jetzt noch ein einfacher Tag vom Wind her. Das wird noch ganz, ganz übel. Sehr interessant auf jeden Fall. Wir gucken mal aufs Leaderboard, denn mittlerweile sind wir 22. Und ich gehe fast davon aus, dass wir das deswegen sind, weil alle hinter uns noch nicht gestartet sind. Es ist also spannend und interessant. Im Prinzip sind wir immer noch Letzter in dieser Runde. Freunde, wenn ihr Lust habt zu sehen, ob ich hier die zweiten 9 besser spiele, ja, dann gerne bitte einschalten. Ich denke, diese Folge kommt am Samstag. Also wenn ihr die seht, müsste es Samstag sein. Und Sonntag gibt es natürlich dann wieder die Back 9. Bis dahin sage ich recht schönen Dank fürs Zusehen. Freue mich, dass ihr zugesehen habt. Ich denke, ihr hattet ein bisschen Spaß. Denn nicht häufig gibt es das, dass man auf dem Grün wirklich pitchen muss, damit man überhaupt mal irgendwo die Welle hochkommt. Also ich gebe zu, das war wieder mal was sehr, sehr Außergewöhnliches. Aber deswegen machen wir das Ganze ja auch, dass wir mal auch ein bisschen was ausprobieren. Ich freue mich jedenfalls auf die zweiten 9 und würde mich auch freuen, wenn ihr dann natürlich wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche euch wie immer ein schönes Spiel.